Baal Orun schickt mich. Ich soll hier alles Sumpfkraut abholen. Gut, dann muss ich nicht selber laufen. Hier, nimm. Vergiss nicht, zu Viren auf der anderen Seite vom Sumpf zu gehen, wenn du nicht schon da warst. Sonst könnte deine Lieferung ein bisschen mickrig ausfallen und alle würden denken, du hättest die Hälfte verhökert. Ha, da sagst du was. Wem sollte ich das Kraut denn schon verhökern? Oha, ich hab dich auf Ideen gebracht. Nein, sag mal, an wen? Du hast doch was vor. Ich sage dir, wenn das Kraut nicht bei Kor Kalom ankommt, kriegen wir beide mächtigen Ärger. Wenn du einen Abnehmer weißt, wir könnten halbe-halbe machen. Nun, ich wüsste da jemanden im neuen Lager, den würde so eine Menge Kraut schon interessieren. Aber wenn dich die Gurus dabei erwischen, machen sie Sumpfhaifutter aus dir. Ich weiß von nichts. Klar? Klar. Okay, wer ist der Abnehmer im neuen Lager? Ich verrate dir den Namen und du bist mit dem Kraut über alle Berge. So läuft das nicht. Ich will 50 Erz Vorschuss sehen. Dann sehen wir weiter. Na gut, wenn ich das gerade richtig überflogen habe, hat er uns 50 Stängel Sumpfkraut in die Hand gedrückt. Und die werden mehr wert sein als nur ein Erz pro. Na gut. 50 sind fair. Hier, nimm. Gut, hör zu. Sein Name ist Cypher. Du findest ihn meistens in der Kneipe auf dem See. Sei vorsichtig und lass dich nicht übers Ohr hauen. Wir doch nicht. Immer tüchtig weitersammeln. Na klar. Was denkst du denn, was ich hier mache? Mir die Eier schaukeln? So, er meinte, auf der anderen Seite sind aber auch noch Händler. Sammler. Das ist meins. Jetzt schauen wir mal, ob das wirklich 50 waren. Hier sind schon mal keine. Ja, 54 Sumpfkraut. Und die sind 8 wert. Normalerweise kann man zum halben Preis verkaufen. Also 4, das wären dann 208 Erz. Okay, davon haben wir gerade 50 an ihn vergeben. Aber immer noch ein guter Gewinn. Was ist mit dir? Du siehst ganz schön aufgepumpt aus. Wer bist du? Ich bin der Guru. Ich bin der Guru des Sumpfes. Meine Diener nennen mich Baal Netbek. Diener? Ich sehe keine Diener. Sie sind hier überall. Die Bäume. Sie wandern und springen und tanzen. Ach so. Na, ich gehe dann mal wieder. Warte, du kannst mir helfen, diesen Sumpf in eine gigantische Blumenwiese zu verwandeln? Fang am besten schon mal damit an. Ich komme dann später wieder. Ich glaube, der Kerl bringt mich nicht wirklich weiter. Komm, sprich ihn noch mal an. Hey, geht's dir gut? Pass auf, dass du meine Bäume nicht verletzt. Hey, geht's dir gut? Pass auf, dass du mein... Na gut, er hat wirklich nichts zu sagen. Okay. Hoffentlich ist das nicht wirklich ein Baal. Das wäre echt komisch. So. Nee, hier ist das zu sumpfig. Also die andere Seite vom Sumpf. Ich hoffe mal nicht, dass das bei den Sumpfweinen da hinten war. Sondern wenn man hier quer durchgeht, dann auf der anderen Seite. Ne, da springe ich nicht rein in die Brühe. Also wieder da hoch und außenrum. Und dann ist die Frage, verkaufen wir das Sumpfkraut jetzt wirklich oder nicht? Weil auf der anderen Seite werden wir wahrscheinlich eh nicht viel bekommen. Das wären dann schon 400 Erz. Und das ist eine Menge. Oh oh. Davon könnten wir schon fast eine Rüstung kaufen. Na gut, wir sammeln es erstmal ein. Und dann verspätet sich die Lieferung ein wenig, also um eine Woche oder so. Und in der Zeit gehen wir erstmal kurz ins alte Lager, gucken da, ob wir jemanden finden, der sich dem Sektenlager anschließen will. Und dann von da aus weiter ins neue Lager. Und dann schauen wir uns da mal um und verkaufen währenddessen
wenn es denn da gut aussieht und wir uns dem neuen Lager anschließen, da das Kraut. Wenn es uns nicht gefällt, dann behalten wir es einfach, laufen hier zurück und liefern alles ab. Das klingt doch soweit nach einem guten Plan. So, da sind die drei Jungs. Gehen wir einfach mal hier am Wasser lang. Da müssten wir irgendwann auf eine einigermaßen friedliche Ecke vom Sumpf treffen, wo die anderen Sammler sich rumtreiben. Du hattest uns vor den Haien gewarnt. Hops. Es müsste ja eigentlich leicht zugänglich sein, denn die Sammler werden da jeden Tag runterlaufen. Da ist der Hassprediger. Ist es das? Oh oh. Okay, die Barriere ist hier. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah, dann werden die Sammler da garantiert nicht sein. Na gut. Und da braucht das offene Meer. Zumindest sieht es recht groß aus und recht weitläufig. So, hier ist die Schmiede. Und hier werden wir gleich wieder in die Barriere laufen. Ah, bisher nicht. Aber speichern wir erstmal ab. LP. LP 010. Oh, da hinten scheint ein Gebäude zu sein. Ach, das müsste dann der Tempel sein. Und da hinten ist der Ausgang. Also kann der Sumpf hier nicht gemeint sein. Mist. Also müssen wir echt da lang, wo die Sumpfhaie sind. Oh, oh, oh. Es könnte garstig werden. Na, aber eine wirkliche Wahl haben wir nicht. Aber wenn wir jetzt schon ins alte Lager gehen und uns umsehen nach einem möglichen Rekruten für hier, dann wieder hierher zurücklaufen, um die Quest hier zu machen. Das ist ein ewiges Zickzacklaufen. Au! Was zur Hölle? Da war nicht mal eine Warnung. Steh auf. Ich dachte echt, der wäre jetzt tot gewesen. Ich wollte schon neu laden. Na gut, das sehen wir jetzt mal als einen Fingerzeig von oben an. Ob jetzt oben einer der Götter ist oder die Barriere sei dahingestellt. Aber wir sollten da nicht lang gehen. Abgefahren. Nee, wir halten uns schön davon fern. Wir gehen jetzt dahin, wo die anderen waren. Obwohl wirklich viel Platz ist hier ja nicht mehr. Da hinten war der eine Trupp Sammler. Das heißt, da hinten könnte irgendwo ein zweiter Trupp sein. Na gut, hüpfen wir mal durch die Brühe hier. So, Sumpfhai, nicht gut. Aber dass die Sammler sich so weit reintrauen. Na, vielleicht haben die Beschützer in Form von Templern. Das wäre natürlich praktisch. Aber wir haben keine. Bei unserem Glück werden wir gleich wieder geblitzdings, wenn wir hier zu weit um die Fliegen rumlaufen. Boah, ist das eklig. So, nicht blitzdingsen. Vor allem nicht, wenn die Fliegen in der Nähe sind. Ja, ganz hier hinten sind die. Und das ohne Templer. Komisch, komisch. Oh, und jede Menge Kraut, das so noch rumliegt. Schön, schön. Das nehmen wir alles mit. Die Gurus wollen das hier haben und so, ne? Wir helfen euch nur ein bisschen. Nee. Er hat hier nichts zu sagen. Was ist mit dir? Bal-Orun schickt mich. Ich soll die gesamte Ernte zu Kalom bringen. So einfach stellst du dir das vor, was? Da kann ja jeder kommen. Bal-Orun schickt mich und schwupps, weg ist das ganze Kraut. Ja.
Geh doch zu ihm und frag ihn, wenn du mir nicht glaubst. Ich hab eine bessere Idee. Du beweist mir deine Loyalität, indem du eine kleine Aufgabe für mich erledigst. Oder wir beweisen unsere Loyalität, indem wir dich einfach verprügeln. Was hältst du davon? Und was soll ich machen? Ist nur eine Kleinigkeit. Die Arbeit im Sumpf ist nicht ganz ungefährlich und die verdammten Blutfliegen tun ihr Übriges dazu. Ohne sie wäre das Arbeiten viel leichter. Wir verstehen uns. Blutfliegen heißen die also. Genau, ich sehe weit und breit keine Blutfliegen. Die 6 da hinten sind irgendwelche anderen Fliegen. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Da sind aber noch Viecher innerhalb von 20 Schritt. So leicht kommst du mir nicht davon. Ah, ja, das sind echt eine Menge. Also da sind 6. Da ist eine einzelne. Na gut, die einzelne könnten wir vielleicht schaffen, nachdem wir noch 1, 2 Bären gefuttert haben. Ah. Na gut, was muss das muss, hm? Der Typ, der uns hierher gebracht hat mit seiner Stachelkeule und der Rüstung, hatte ja nicht wirklich Probleme mit denen. Aber er hatte, wie gesagt, auch eine Stachelkeule und eine Rüstung. Na komm, wir schleichen uns mal an die Dinger daran und versuchen sie einzeln zu erwischen. Ja, komm mal her. Aber im Wasser kämpfen kann nicht gut sein. Das ist eine Nummer zu. Ja, das läuft doch super. Schön, schön. So, was nehmen wir auch noch mit? Und jetzt bist du da dran. Und komm. Fliegt die gerade über unseren Kopf? Nee. Hau ab. Geh weg. Was willst du mit meinem Kopf machen? So, jetzt aber. Das war aber unheimlich. Wollte da ihre Eier legen oder wie? Ja, will ich gar nicht drüber nachdenken. So, erstmal ein schönes Steak, wollte ich gerade sagen. Nee, das sieht eher wie eine Haxe aus. So, und dann noch mehr Heilkräuter. Oh, oh. Und so ein Schlangenwurm-Schneckending. Ja, Sumpfhai heißen die. Trotzdem sehen die komisch aus für ein Hai. So, du da. Leg bitte keine Eier in meinem Kopf. Komm einfach hierher und lass dich töten. Sie sterben zwar schnell, aber die hauen auch gut zu. Ich meine, er hat uns einmal getroffen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und wir haben fast die Hälfte der Lebenspunkte verloren. Und der da hinten ist erstmal weit genug weg. Wir sollten ja eigentlich nur die Blutfliegen töten, die im Umkreis von 20 Schritt sind. So, das heißt die da hinten noch. Aber ob die alleine kommen oder nicht, ist die Frage. Suchen wir es von da und den Notfall laufen einfach weg. Ah, super. Danke, Barriere. Wollen wir sie nicht doch einfach verprügeln und das dann mitnehmen? Wir wissen ja nicht, wie es im neuen Lager läuft. Wenn wir jetzt wüssten, dass das neue Lager super zu uns passen würde, dann könnten wir einfach verprügeln, das Kraut nehmen und abziehen. Aber so. So, wie kriegen wir euch jetzt da auseinander? Ich scheine recht willkürlich umherzufliegen. Also eigentlich müssten wir nur hier warten. Ihr wartet jetzt auch, oder wie? Nee, fliegt mal schön weiter im Kreis.